Wir spielen gegen LeBlanc, sie hat Exhaust mit Exhaust, ist eigentlich relativ gut für uns, weil es relativ useless ist. Immer wenn sie mich exhaustet, mache ich einfach Ult und dann warte ich das ab. Ich habe jetzt eigentlich die letzten Tage schon wieder nicht mehr ganz so viel Talon gespielt, das ist nicht ganz so gut. Und ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sind das schon mal erquicksellende Nachrichten? Da, ja, wobei... LOL, LeBlanc kill? Ne? Da hinten? Ja, also... erquicksellende Nachrichten, Leute. Aber wir müssen ja jetzt hier erstmal wieder was anerkennen. Und zwar... sie hat zwar einen Kill, aber solange sie nicht choppen war... hier, der Jungle war irgendwo da... hat sie keinen Vorteil davon. Keinen. Wirklich absolutely shit. Hier für dich. Hat sie keinen Vorteil, Leute. Darum ist Twitch der Boy. Eigentlich müssten wir Twitch abpacken nochmal. Aber, also wenn ich ihn jetzt abpacke, aber dann verliere ich sau viele CS. Aber ich muss ihn nur vertreiben. Ah, das klappt nicht, Leute. Ich verliere zu viel, wenn ich dahin gehe. Shit. Na gut. Immerhin ist Twitch schon einmal gestorben und muss den Buff jetzt ohne Hilfe machen. Es kann sein, dass er jetzt direkt Mitte kommt. Ja, genau, da kommt der Ping auch schon. Deswegen könnten wir überlegen, ob wir... da war er sogar schon. Ob wir, Level 3 die E-Skillen. Aber weil er jetzt wahrscheinlich erstmal weg ist, habe ich nochmal einen Punkt in die Wege gemacht. Wir haben aber sehr wenig Mana, finde ich gar nicht so geil an dieser Stelle. Also, nicht so geil. Man kann sagen, nicht so geil. Hier für dich. Das ist gar nicht so bad eigentlich. So sauber, so gründlich, so glatt. Weil die Klinge zwei Schneiden hat. WTF, Jestern Warren Snock 10 Minute Dance Game. Toby, du musst mal dein Sub Notifications checken, lol. Gestern waren es noch 10 Monate, du musst mal deine Sub Notifications checken. Was heißt das? Wie meinst du das? Was willst du mir gerade genau bedeutend sagen? Was möchten sie mir sagen? Klar, bin ich eigentlich ja nicht so der Mega-Fan von, aber jetzt gerade im Game habe ich irgendwie... ich habe irgendwie das Bedürfnis, eine Flasche zu kaufen. Vielen, vielen Dank dir, fucking Wasted. Verstehe aber nicht ganz, auf welche Intention sie hinausdeuten wollen. Dankeschön Ihnen. Dankeschön, Obi, Ihnen. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, die Lane erstmal gerade nicht so geil. Sie hat mehr CS. Sie hat außerdem Kill. Sie wird jetzt also deutlich mehr Items haben als ich. Ich hoffe, Rexa wird hier nicht wieder sterben gehen. Aber ich bin sehr motiviert, dass wir sie noch kriegen. Gerade hätten wir sie gekriegt, wenn sie ja sich nicht unsichtbar gemacht hätte. Das ist halt nun mal ihre Passive. Aber hätte ich meine Passive vorher rausbekommen, bevor sie sich unsichtbar macht, dann wäre halt free gewesen. Wollte aber leider nicht. Ne, es wollte leider nicht. Da. Wir müssen diese Runde auf jeden Fall gewinnen. Ich habe richtig viel LP gedodged, Leute. Das heißt, potenziell, falls wir diese Runde gewinnen, also erwartet uns in Valhalla ein riesiger Haufen Elo. Ein riesiger Haufen. Für Valhalla. Wir werden speisen, meine Freunde, mit den Göttern. Hallo Ted, wunderschönen guten Tag. Wir könnten auch für einen Quick Roam gehen, aber... Quick Roams sind, haben natürlich ihre eigene Gefahr, aber potenziell würde ich mich hier sehen auf einem Quick Roam. Vor allem, weil gerade ein infernaler Drake da ist. Quick Roam Talon ist da. Die Frage ist, gehen wir? Wir gehen, sollten auf jeden Fall für den Boy da gehen. Für den Boy da. Later! Da sind wir back im Business, Bitches. Bäbe, bäbe. Allerdings müssen wir natürlich aufpassen, weil Frau von uns zu fehlt. Frau von uns zu fehlt. Ich habe jetzt zweimal hintereinander subscribed. Ich habe jetzt nicht zweimal hintereinander subscribed. Was genau, was heißt das jetzt dann? Was bedeutet dies? Das heißt, Twitch ist verbuggt. Also Twitch ist giga verbuggt. Also es ist Twitch, also ich weiß nicht, ob es verbuggt. Vielleicht ist es auch gewollt, aber aktuell subbt irgendwie jeder meiner Subs zweimal rein. Ich weiß nicht, wie lange das noch anhält, aber irgendwann ist gut gewesen damit. Hallo Gamblord, wunderschönen guten Tag. Hallo Noko, wunderschönen Tag. So, guck mal, very good. Jetzt können wir sogar richtig schön hier wieder die CS mit eintaken. Es kann sein, dass sie vor mir Level 6 wird. Da müssen wir dezent aufpassen. Dezent, wir können uns ein bisschen heilen. Vor allem, wenn ihr zu viel Mana habt, ne, dann wandelt es einfach mit der Q in Leben um. Leben, zack. Leben, zack, Leben, zack, Leben, zack. Guck mal, wir sind sogar vor ihr 6. Das heißt, wir können sowas hier machen. Okay, lol, das ist jetzt... lol, der ist Level 3. Ich würde den... ohne Witz.
Ganz ehrlich, da werde ich richtig heiß, wenn ich das sehe. Da werde ich so heiß, dass ich straight von der Lane untergehe, denn ich weiß, wo er ist. Ich bin nämlich Shinobi Rattenfänger, allerdings ist hier ein Ward, scheiße. Es könnte sein, dass er nochmal kommt. Shinobi Rattenfänger, alles genau wie geplant. Haha! Shinobi Rattenfang! Haha, ich bin ein Genie! Das, meine Freunde, sind die verbotenen Techniken. Die verbotenen Techniken von Shinobi Rattenfang. Den Gegner ablenken und dann ihn mitten ins Herz stechen. Ha! So, Schuhe, Schwert, Control Ward. Sehr, sehr geil. Und da sind wir 2-1, meine Freunde. Welcome, 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 welcome. Die Ult war Overkill. Nein, war sie nicht. Also, ja, vielleicht war sie das, aber benutze, also Regel des Shinobi Weges 1. Goldene Regel. Benutze je, was du hast. Denn wenn nicht, you know get. Das ist die Regel. Vergiss dies nie, mein Sohn. Vergiss dies nie. Nies. Nies ist die Vergangenheitsform von Nies. Ah, ich dachte, ich hätte schon Tiamat. Habe ich noch gar nicht. Ne, es gibt nämlich Szenarien, da kommt auf einmal irgendwie Flash Rakan. Flash, keine Ahnung. Er hat sogar Ignite dabei, ne? Irgendwas passiert. Und auf einmal, zack, also der 100% Kill ist keiner mehr. Und du bist gefickt. Wirst noch gekillt, RIP. Scheiß Leben. Genau so läuft es. Und guck dir an, Leute, Ult ist doch schon wieder da. Die Ult ist doch schon wieder da. Scheiße, da war immer noch das Ward drin, oder? Shinobi Schelle. Guten Tag. Einmal Auto-Attack. Na gut, passt. Welcome. Guten Tag. Wie geht's Ihnen so? Ich habe leider keine Spells mehr. Ist ein bisschen schlecht. Ich bin einfach Shinobi Smurf. Alter, ich smurf ja komplett. Ich bin ja ein Legendenspieler. Ich sollte die Minions nicht nehmen. Das war aber irgendwie zu verlockend, aber ich lasse den Rest. You can't bear to be the rest. Hier, guck mal, so ein Respektwort. Ich habe die Minions genommen und direkt in Geld in die Botlane rein investiert. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ist ja gut, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ne, solange, Leute, ihr könnt gerne Dinge anzweifeln. Solange ihr das in einem ordentlichen Ton macht, ne? Ihr könnt sagen, ja, Tobi, hätte man die Ulta wirklich zünden müssen oder hätte man die sich vielleicht sparen müssen? Oder so. Naja, aber was ihr nicht machen dürft, ist Shinobi, quasi, ja, wie sagt man, Doofigkeit, also so, ne, so, Tobi, das war jetzt echt bad, dass du da Ult gemacht hast, ne, ihr dürft nicht den Shinobi richtiger Ton, kann man sagen, ne? Ihr müsst halt ordentlichen Ton, ne, wenn ihr sagt, ja, Tobi, das war ganz schön bad, da zu ulten, das hat so einen Geschmack untertonmäßigen nicht so geil, dann sag ich, ja, dass du kacke bist, ist auch ganz schön bad. Wenn du aber sagst, ja, hätte man das wirklich sagen müssen, machen müssen, dann sag ich, ja, vielleicht, vielleicht doch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir machen... Ja, also eigentlich bräuchten wir noch ein paar Powerblades, hätte ich gesagt. Hier für dich. Ja, wir haben gleich Ult. 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Hier für dich. Das Problem ist, dass Toplane 3-0 ist. I don't like, I don't like, I don't like. Wer ist denn eigentlich mein Mate? Ich weiß es gar nicht. Da, die Jinx. Rowney. Rowney, 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 Rowney Rube. Also das Beste, was wir jetzt machen könnten, wäre erstmal die dazu töten, würde ich sagen. Aber das, was sie jetzt gemacht hat, ist, sie hat ihren Wave Clear benutzt, um mich zu damagen. Das heißt, sie kann gerade nicht die Wave annehmen. Beziehungsweise sie braucht 12 Jahre. Und in 12 Jahren bin ich 12 mal unten. Allerdings haben die, glaube ich, den Braten gerochen. Oder haben sie? Haben sie? Haben sie? Haben sie nicht? Vielleicht. Aber wir sind ja auch immer noch in der Nähe. Wir können also... Oder war das Wort da immer noch eigentlich? Mann, ich wollte hier nicht hin, aber vielleicht ist ja Twitch hier da. Das wäre eine erquicksellende Nachricht. Schade. Eigentlich sollten wir aber hier so ein Wort stellen. Zack. LeBlanc ist shoppen. Das ist jetzt ein bisschen... Ah, okay, wir gehen Bot. Jetzt muss ich Bot. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Bitte nicht noch einer sterben. Ich weiß nicht, ob das aber gut ist, weil... Also ich würde Twitch sehr gerne töten.
Wir müssen richtig dem Twitch den Spaß am Spiel verderben. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das brauche ich nicht mal dodgen. Er gewinnt oder lernt. So sieht es aus. Ein Shinobi macht niemals Fehler. Er gewinnt oder er lernt. Wobei ein Fehler ja da sein kann, aber, ne? Man müsste es anders formulieren. Ein Shinobi gewinnt immer. Auch wenn er Fehler macht. Aber er gewinnt an Erfahrung. So, wir müssen jetzt halt mal gucken, dass wir sie mal töten. Das wäre actually nicht so bad. Weil das Exhaust wird auch immer stärker, je länger das Game geht. Außerdem müssen wir... Das Problem ist, dass ich aktuell die einzige gewinnende Lane bin. Zwar gigamäßig, aber Toplane gewinnt auch gigamäßig von denen. Und Botlane in... Ja, so, weiß ich nicht. Botlane ist eigentlich even. So. Dieses Wort da muss weg. Infernal Dragon, das ist sehr gut. Very good. Der große Vorteil, den wir haben, ist einfach Wave Clear. Sie kann das einfach nicht annehmen. Das Problem ist, dass sie jetzt sieht, dass ich nach oben gehe. Aber eventuell könnte Twitch wieder hier sein. Hat die Vision hier? Hat die? Muss sie ja. Sonst würde sie mich chasen. Okay, da oben ist Twitch. Das ist mein Drop. Da sehe ich mich. I'm see... Oh, shit. Oh, Twitch ist schon wieder tot. Können wir das machen? Ich bin unterwegs. Die müssen wir töten. Ich gehe für den Full Get. Okay, das ist very fine. Dann gehen wir jetzt einfach für den Tower. Lass uns den Tower böllern. Let's böller the Tower. Hier, ich bräuchte einen Medic in der Mitte, um das Assist-Feuer zu widerstehen. Unsere Botlane scaled besser, das ist richtig, aber dafür sind die auch ein bisschen besser gerade im Game. Ich habe gleich einen Flash, aber vielleicht reicht das sehr gut. Ich habe sogar einen Kill bekommen, very good. Na du, also, das war einfach nicht klug von ihm. Warum geht er da alleine, um das zu verteidigen? Ne? So, das war sehr schön, wir haben jetzt richtig viel, leider sind die Plates jetzt auch in der Mitte weg. Wir haben kein einziges bekommen, aber dafür auch für Top Lane ein paar. Das ist eigentlich very okay, hätte ich gesagt. Eigentlich very, very, very okay. Ich hoffe, ich komme hier weg. Dankeschön. So, Jumus ist da. Was brauchen wir für Schuhe, Leute? Ninjas. Mehr Grün. Ja, wir machen Ninjas, würde ich sagen. Wir könnten auch Swifties kaufen. Ganz ehrlich, wir machen in... Manchmal kaufe ich sehr, sehr gerne Swifties. Kann man sehr drüber diskutieren. Aber... ich mag Swifties. Damals habe ich immer mit Swifties gespielt. Ganz, ganz damals habe ich sogar immer mit Mobis gespielt. Shinobi hat eine ähnliche Shield-Funktion wie Reno Shield. Reno Shield. So, wir haben... Das ist immer das Wichtigste. Herald Solo for you Talon. Was heißt das? Heißt das... Er will, dass ich ihm helfe? Oder heißt das, er will mir den Herald geben? Oder heißt das... Also, ich würde erklären, dass er den macht und ich ihn kriege. Was jetzt... Oder was will er sagen? Ich gehe einfach mal hin und guck. Ich würde den jetzt nicht wegnehmen, wenn er den nimmt, aber... Ja, very thanks. Also ich bin halt Shinobi richtig respektiert worden hier. Also, er weiß halt, dass ich Legendenspieler bin. Also, spiele ich noch dasselbe Spiel? Was passiert hier gerade? Das ist jetzt schlecht, wir dürfen nicht sterben. Sterben würde sagen, wir verlieren Respekt. Minus 100 Respekt. Was ist gerade passiert, Leute? Habt ihr das gesehen? Oh shit, den wollte ich eigentlich nicht nehmen. Ich wollte ihm eigentlich wirklich nur helfen, aber ich habe irgendwie mehr Damage gemacht, als ich antizipiert habe. Problem ist, LeBlanc kommt gerade. Das ist sehr gut. Twitch hat auf jeden Fall keinen Spaß. Twitch, aber ich weiß nicht, ob er es vorher gepickt hat und ich habe überhaupt nicht geachtet, wer wie was pickt. Aber Twitch in zwei Assassinen zu picken ist halt auch... ist auch... man kann sagen... Hast du den Teaser zum neuen Champ schon angucken? Ein bisschen. Nicht viel. Ein bisschen. A bisschen. Ich bin unterwegs. Hat die Flash? Nee, okay.
Leider ist LeBlanc Bord, aber wir können jetzt hier. Wenn, Leute, wenn sie nicht da ist, dann direkt Vollgas. Go for Vollgas. Das Frage ist, ob der das hier. Komm, mach weg. Peng. Und jetzt noch den nächsten. Komm, rein da. Das ist nur Twitch. Den könnten wir eigentlich sofort quicksellen, hätte ich gesagt. Later. So. Ne? How to make Spaß für Twitch. Jetzt noch einmal in den nächsten Tower reinrammen. Komm, er muss reinrammen. Ja, das sieht gut aus. Was? Wow, okay, das hat sie gut gemacht. Oh shit, das ist ein Mord. So, jetzt gehen wir aufs gute Draktarblade. Das gute Blade. Blade kann man ab und zu auch mit T schreiben, Blade. Blade, das gute Draktarblade. Ja. Die. Wir haben wieder Ultimate. Botlane ist immer Action. Ich weiß halt, also, ja. Ich bin unterwegs. Allerdings ist das halt schwierig. Du, ist das wirklich. Okay. Da bin ich erstmal raus. Wir haben ja gut zum Glück Flashpots. Ich würde auf die Botlane gehen. Ja, wir haben gerade keine Ult, müssen etwas aufpassen tatsächlich. Das heißt, wir sind viel Gold wert. Wir sind 1000 Euros wert, Leute. Wenn jetzt also jemand kommt, also wir greenen hier für den Tower, wir sehen hier auf der Map. 1, 2, 3, 4. Das heißt, es kann gerade in diesem Moment nur einer kommen. Er macht gerade Drake, hat den nicht bekommen? Scheiße. Oder wollte er ihn klauen, hatten die Gegner ihn gemacht? Oder wurde er gestealt? Ja, es wird auf jeden Fall aktuell sehr schwierig. Weil alle. Naja, lass uns gucken. Also Jinx outscaled Ezreal, aber Ezreal ist gerade fetter. Wir haben bald Ult, aber erst bald. Ich bin so wie LeBlanc, aber besser. Also wir sind halt beides Assassins. Jungle-mäßig ist Twitch schon eklig, aber wir haben halt viele Assassins. Bei Ezreal müssen wir halt gigamäßig aufpassen, weil der halt Armor hat, wie Sau. Ne? Bräuchten gleich schon ein bisschen. Wie viel brauchen wir für Draktarblade? Eins, ich sag. 450. Ja. Hauptsache, das Ward in der Clear ist nicht. Leute, so einfach ist das nicht. Wenn ich da irgendein Ward cleart. Leute, ja, da war ein Ward, aber da waren auch Gegner. Und hier, ne, wenn. Ganz ehrlich, wenn da Wards sind. Also hier war auch ein Ward, aber da waren auch Gegner. Das habe ich schon wohl gesehen. Aber ich präferiere, am Leben zu bleiben, als ein Ward zu clearen in dieser Hinsicht. Manchmal übersehe ich sie auch, vor allem wenn ich immer rede und so, ja. Leute, die kommen alle runter. Aber Wards, ne? Ist nicht immer das Beste vom The Yellow vom The Egg. Ich würde gerne LeBlanc mal töten. Nice! Shinobi, nice! Ich bin ein Ninja aus Ninja Gakure. Tschüss, viel Spaß. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir gehen halt für den 1v9-Run, Leute. Wir carryen einfach die komplette Scheiße raus aus dem Game. So, einer ist Top-Lane, zwei waren Bot, gehen jetzt wahrscheinlich mit. Das heißt, rein theoretisch müssen wir jetzt noch Predator auf die Bot bringen. Ich bin, glaube ich, nicht schnell genug mit dem Push hier. Ezreal kommt aber von hinten. Der ist da irgendwo. Das heißt, wir können jetzt hier richtig Tower getten. Wir hauen alle Flashbots rein, Leute. Alle. Und schön. Schön in 20 Minuten Tower acceleriert. Das ist Sachen aus Vorteile herausbringen machen. Okay, das ist jetzt schlecht. Da müssen wir weg. Also, ja, das. Wenn. Lebe. Okay. Hallo! Wenn ich. Ohne Witz. Manchmal ist Talon eh wirklich kacke. Irgendwas. Also, entweder war es ein menschlicher Fehler. Oder, also ich hab hier 20 Mal gedrückt, oder nicht? Das ist jetzt schlecht, weil er richtig viel Geld bekommen hat. Und das Problem ist natürlich, dass sie auch sehr big ist. Ohne Witz, manchmal ist das aber wirklich zum Kotzen. Ich hätte schon 20 Mal... Wenn ihr, Zitat, no way, wenn ihr weit vorne seid, nehmt kein Inhib zu viel Freefarm für die Gegner.
Also, es kommt, glaube ich, drauf an. Also klar, grundsätzlich hat Noway mit Sicherheit schon recht. Also man kriegt viel Free Farm. Aber ich würde ja gerne den Ezreal gönnen, aber. Aber das Ding ist ja, wenn du. Also es kommt drauf an, wie gut du spielst, würde ich sagen. Trending right now. In Brasilien, a couple planted 2 million trees in 20 years to recreate a forest and the animals are back. Ja, wunderschön. Welcome. Schön, schön, schön. Das auf Reddit. Ja, ich meine, wenn du den Inhib nimmst und dann richtig früh andere Lanes machst und pusht und das Game beendest, dann ist es, glaube ich, gut. Wenn du halt den Inhib holst und dann nichts machst, dann ist es halt wirklich nicht gut. Aber eigentlich die Games, die meisten Games, wo du bei Minute 20 dein Inhib verlierst, die verlierst du auch, hätte ich gesagt, oder? Ich meine, wir haben den Inhib ja hier in diesem Fall noch nicht. Also ich glaube, immer wenn mein Inhib früh weg ist, habe ich auch das Game verloren. Sehr oft zumindest. Was natürlich damit zusammenliegt, dass man weit behind ist, aber ich denke, es kommt einfach drauf an, was man sonst so macht. Ich habe gerade keine Ult, ist ein bisschen gefährlich. Wir müssen halt gucken, dass wir das Game. Ich weiß nicht, ob deren Late unbedingt besser ist, aber das zum Beispiel ist halt dumm. Fiora, please focus. Don't greed. Da deep zu gehen ist halt dumm. Guck mal, das ist Shinobi Ninja, Leute. Das ist Shinobi Ninja. So sauber, so gründlich, so glatt. Weil die Klinge zwei Schneiden hat. Toby Holt, sich Diallo Steuer. Könnte noch ein Ezreal Ult kommen. Jetzt ist da reingesprungen, bumm. Holt sich die Elo Steuer. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Also, ich greede auch, keine Frage. Aber mit Talon zu greeden ist halt was anderes als mit Fiora zu greeden. Und im Jungle zu greeden ist noch was anderes als im da oben zu greeden. Vielen, vielen Dank, Lotak. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ja, bisher ist das Game, wir haben halt 9 Kills. Jinx ist weit behind. Aber sie ist Jinx. Das heißt, sie skillt. Aber Irina wird halt über ihr Gesicht drüber rollen. Ich hoffe, dass Morgana sie beschützen kann. Infernal Dragon, schwierig. Töte sie, töte sie, töte sie. Töte doch jemand die Little Blanc. Ich muss weg, tut mir leid. Ich kann einen Slow Blade machen. Das ist aber auch wirklich alles. Oh, fuck, man. Leute! Ich hatte aber auch keine Ult gerade. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist natürlich nicht so geil. Wenn nur eine andere Lane gewonnen hätte, wäre richtig geil. Können wir sie töten oder nicht so? Frage ist, wer noch alles kommt. Das wissen wir nicht. Das weiß niemand. Hui. Hui. Oh nein, bitte nicht. Go full tank, please. We don't need damage. We need tank. Oh nein, was macht das Sinn? Macht das ansatzweise überhaupt Ansatz? Also ich hätte gesagt, ein Draktarblade, okay. Aber ein Infinity Edge? Because all the case. Yeah, but we need a tank. Oh man. Ich hätte gesagt, das ist Turbo-Int, aber na gut, lassen wir es mal. Ne? Ich habe ja auch gesagt, also ja. So, wir haben jetzt mal ausnahmsweise direkt die Ult ready. Das Problem ist, dass die Gegner 24-7 groupen und ich dadurch keine Catches mehr bekomme. Nicht gut. Gar nicht gut. Und jetzt sterbe ich auch noch. Das Game verlieren wir, weil einfach das komplette Team komplette Chaos ist. Ich weiß nicht, was ihr alle macht. Ich weiß nicht, was ihr alle macht, Leute. Könnt ihr bitte, 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 danke. Also noch ist es nicht over. Ich bin ja immer motiviert, aber es wird so schwer werden. Weil das Team irgendwie nur Hampel-Hampel macht. Die hätten die Irelia dann niemals überhaupt dran denken sollen zu fighten. Einfach direkt weg. Und das Problem ist, dass sie jetzt Baron machen. Die haben zwei Adik, wobei viele. Ja, wahrscheinlich doch.
Ich kann halt kurz ein bisschen so Abfuck-Nerven gehen. Das wäre eine Möglichkeit. So ein bisschen so Troubleshooten. Ich hab Ult. Okay, das war's. Ach, come on. Ach, come on. Er ist auch tot. Renn. Ja, das... Eine Lane hätte nur gewinnen müssen. Das hätte gereicht. Das haben halt leider 4 Lanes verloren. Alle Lanes. Also, was heißt 4? Jungle, Top, Bot. 3. Mann, das fühlt sich so schade an. Ich habe echt gut gespielt, die Runde. Ich will jetzt nicht weinen, aber ich glaube, ich weine gerade ein bisschen. Ich meine, würdet ihr auch. Noch ist das Game nicht over. We still can win. Ihr müsst nur mal bisschen das Gehirn anschalten und kein Infinity Edge kaufen. Wo sind wir denn? Macht das Sinn? Ist das so hidden broken oder bin ich im Ray? Also ich habe sowas noch nie gesehen. Man, es muss ja nicht alles, was fremd ist, gleich verdoomt sein, aber... Also das würde ich als sehr fragwürdig anerkennen. Wir bräuchten halt einen Tank, der reingeht, aber wir haben keinen. Also Leute, einziger, jetzt pass auf, Call. Einzige Chance, das Game zu gewinnen, ist, indem ich permanent eine Person catche. Ich meine, ich versuche das schon die ganze Zeit, das ist auch schwer. Aber ich muss jetzt immer einen töten, zum Beispiel Twitch. Das kann sein, dass ich dabei sterben werde und ihr werdet sagen, Tobi, du hast das Game gestraut, aber andererseits werden wir das Game eh verlieren. Das heißt, ich muss jetzt 24/7 Leute suchen. Den zum Beispiel. Das reicht nicht. Das reicht. So, jetzt sind wir zum Beispiel 5 gegen 4 und haben jetzt Zeit. Die Gegner können nicht fighten. Wenn jetzt fighten, also die, dann ist mein Team, ja, also mein Team Teilzeit unterteilt. Deswegen können die fighten. Ich wäre hier nicht ganz dabei. Mann, die Fiora, ey! Ich mach alles und sie macht nichts! Mann, Bruder! Mann, ey, ich hätte sie einfach sterben lassen sollen. Ich kann das nicht tragen, Leute. Man kann, hier ist der Beweis, man kann nicht alles gewinnen. Also ich habe ich einen Fehler gemacht in dem Game? Ja, also ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin nicht gedodged. Aber man kann nicht alles gewinnen. Es ist nicht alles carrybar. Ich habe alles getan. Ich flame niemanden. Das ist okay, sowas passiert. Ich habe niemanden geflamed, auch wenn ich traurig bin. Aber, also, das Infinity Edge. Schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Schade.